Ich geh zur Sparkasse und sag, du guten Tag. Jetzt aber Geld her, sonst gibt es Krach. Ich nehm jetzt alles mit, was ich hier kriegen kann. Ich packe meine Taschen, Mann, von und dann muss ich nur ein paar Schritte zum Rathaus laufen. Dem Bürgermeister sagte ich, ich will was kaufen. Ich nehm die Stadt, ich zahle bar und nicht mehr Scheck. Er nahm das Geld, nach 4 Sekunden war er weg. Alle raus, ich hab Berlin gekauft. 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 Ich hab gleich mal meine Eltern angerufen und sag, wie geht's von euch ein Haus aussuchen. Sie meinten prima, der Reichstag wäre klasse, das Platz für Mund und eine schicke Sonnenterrasse. Marzahn und Tennersdorf war erstmal platt, damit das Trauerspiel endlich ein Ende hat. Und dann blende ich den Bremslaufwerk, dann steht auch Oberst größtes Atomkraftwerk. Den Potsdamer Platz leg ich auf mit Stuhl und Kinderbauernhof mit Streit und Fuh. Auf diesen Tag hab ich lange schon gewartet, jetzt hab ich ne Stammer als aber keiner Sparte. Alle raus, ich hab Berlin gekauft. Alle raus, ich hab Berlin gekauft. Alle raus, ich hab Berlin gekauft. All diesen Pseudo-Ghetto-Hip-Hop-Idioten. Denn diese große Scheiße habe ich so satt, nur weil der eine einen kennt, der einen kennt, der ein Messer hat. Ja, und im Mittelpunkt muss Dauerwelle tragen. Und er wird weggesperrt, sollt ihr es wagen. So viel tun, als wären die 80er jetzt der Style. Die waren schon vor 5 Jahren völlig ungeil. Den Fernsehturm hab ich von dort nicht schon mal abgewinkt, weil da 8 Februar ein schickes Denkmal von mir steht. Alle raus, ich hab Berlin gekauft. Ich habe es Jacqueline getauft. Vielen Dank, das war TV Noir.